Der Wahlspruch der Aufklärung lautete: Wage, deinen eigenen Verstand zu gebrauchen. Aude sapere. Das wirkliche Phänomen für mich ist, dass der Euro vom ersten Tage an ja ein ausländisches Geld war. 17 Staaten, die sich eine Währung teilen. Ja, ich weiß nicht, ob man das Union nennen darf oder Konkubinat. Das ist ein Währungskonkubinat. Und keiner dieser Staaten ist überhaupt in der Lage, die in der eigenen Verfassung, auch in der deutschen Verfassung, festgeschriebenen Pflichten des Staates, eines sozialen Rechtsstaates, wie es in Artikel 21 unserer Verfassung heißt, dem Bürger gegenüber zu erfüllen. Denn ohne Geldhoheit ist keine Wirtschaftspolitik möglich. Sie haben speziell mir in der Abweisung der Klage ein Stammbuch geschrieben, dass Sie sagten, Ihre Prognose mag ja richtig sein, Herr Hankel. Das wollen wir gar nicht bestreiten. Aber aufgrund von Prognosen sprechen wir kein Recht. Und ich habe das sogar verstanden. In meiner schlichten juristischen Welt kann man ja einen Mörder auch nicht verurteilen, bevor er gemordet hat. Die Zinsen haben sich nicht nur halbiert, sie haben sich gedrittelt. Sie sind auf deutsches Niveau runtergefallen, auf 6-7% damals. Und das haben die Staatsmänner dieser Länder natürlich als die Aufforderung angesehen, um mal kräftig zuzulangen und Schulden zu machen. Meine Damen und Herren, wenn es Wahnsinn ist, so hat er Methode, sagt Hamlet. Und hier haben Sie eine typisch hamletische Situation. Wie man sowas machen konnte, ohne die Folgen zu bedenken, ist mir heute noch schleierhaft, aber es wurde gemacht. Und es wurde gemacht mit den Mitteln, die ja Ihr Vorsitzender eben bei dem bedeutenden Historiker der 20er Jahre zitiert hat, mit den Mitteln der Presse. Allein die Auswahl der Nachrichten ist selektiv und die Kommentierung sowieso. Wer von Ihnen hat je, was ich hier schon andeute, gehört, dass der Euro eigentlich ein Blankoscheck für halb Europa, das südliche Europa gewesen ist, über die Verhältnisse zu leben? Und wer über die Verhältnisse lebt, lebt immer auf Kosten anderer. Und heute lesen wir, dass die ersten Vertragsbrecher, und das ist richtig, die hießen Frankreich und Deutschland, nachdem die den Vertrag gebrochen hatten und ihre Verschuldungspolitik, die eigene über die etwas eng gezogene Marge von 3% Neuverschuldung jedes Jahr erhöht haben, leiten jetzt alle anderen das Recht ab, dasselbe zu machen. Meine Damen und Herren, das ist so, wie wenn nach dem ersten Mord, der ja bekanntermaßen im Paradies geschehen ist, alle anderen Mörder das Recht haben, auch zu morden. Schon diese Logik ist atemberaubend, auch für einen Nichtjuristen. Ja, da brach die Krise aus. Zuerst vor anderthalb Jahren im Herbst 2009 in Griechenland. Frau Merkel mit ihrem Kabinett beschloss, mit diesem fabelhaften Finanzminister Schäuble, den Griechen zu helfen. 110 Milliarden. Wir haben damals den ersten Fehltritt zum Anlass genommen, eine zweite Klage nachzuschieben. Und den Erfolg dieser Klage haben Sie alle verfolgen können, denn bei den letzten Zusagen von Schäuble-Merkel musste Frau Merkel immer erst nach Hause fahren aus Brüssel und in Berlin das Parlament befragen, hat natürlich mit Hilfe einer Opposition, von der man sich fragen kann, was die unter Opposition versteht, volle Zustimmung gekriegt, aber sie musste fragen. Und der wirkliche Erfolg, der liegt darin, dass es keine Eurobonds gibt. Denn das wären automatische Finanzierungen, auf die man auch parlamentarisch keinen Einfluss mehr nehmen könnte. Ein künftiges deutsches Parlament, wenn es das mal gibt, mit anderen Abgeordneten als diesen, ein künftiges deutsches Parlament könnte diesen, ja, Ausverkauf Deutschlands zugunsten Dritter, die Übernahme, die pauschale Übernahme der Staatsschulden von ganz Südeuropa abstellen könnte. Jetzt sehen Sie, wie wichtig es wäre, andere Parteien zu haben und wie noch wichtiger es wäre, Bürger zu haben, die diese Parteien auch wählen, damit sie Widerstand leisten. Und interessant ist ja auch, dass nur ein Teil der Schulden öffentlich gerügt wird, nämlich die öffentlichen, die privaten nicht. Beide Schuldenkategorien zusammengerechnet. Eine Summe, soweit man überblicken kann, immerhin von der Kleinigkeit von 8 Billionen, 8.000 Milliarden.
Also diesen Vorsprung Europas, dass wir nicht durch Underbanking, sondern durch Banking unsere eigenen Investitionen aus den Ersparnissen des, ich würde sagen, edelsten Kapitals, was es in einer Gesellschaft gibt, nämlich des Spargroschen, finanziert haben, den verspielen wir jetzt oder haben ihn bereits verspielt durch, ich sage es kurz, Overbanking. Durch ein Bankwesen, das sich vom Sparer verabschiedet hat. Dieses Investmentbankwesen finanziert sich selbst aus dem Kreislauf zunehmend der Banken untereinander und ist ja gar nicht mehr auf den klassischen Geld- und Kreditlieferanten für das Bankwesen, nämlich den Sparer, angewiesen. Wir sind auch volkswirtschaftlich nicht nur im Zustande einer Finanzkrise, sondern am Vorabend einer gefährlichen realwirtschaftlichen Krise, die vor allen Dingen da passieren und ausbrechen wird, wo die Unternehmen mit den durch die Krise verteuerten Finanzierungskosten nicht fertig werden. Es ist grotesk, aber leider wahr. Der deutsche Mittelstand finanziert die größten Kosten der Krise durch die höchsten Zinsen, die er zahlen muss, und trägt damit einen Teil der Risiken ab, die die Banken stellvertretend für den Mittelstand eingegangen sind. Wie wird nun aus dieser globalen und sektoralen Krise eine Euro-Krise? Und die Antwort ist einfach. Es sind dieselben Banken, die beide Geschäfte treiben. Dieselben Banken, die also im Investmentbanking die neuen Produkte vertreiben und sich über die neuen Finanzprodukte refinanzieren, die machen das Geschäft auch, und das war das Hauptgeschäft, nebenher in europäischen Staatsanleihen und besonders jenen Staatsanleihen jener Staaten, die jetzt in der Krise stehen. Die Bekämpfung der Kapitalflucht wird der Öffentlichkeit, dem Publikum verkauft als Rettung der Währung. Und Sie dürfen aus meinen lichtvollen Ausführungen entnehmen, es handelt sich hier nicht um die Rettung des Euro, sondern um die Rettung von den Euro-nominierten Staatsanleihen bankrotter Länder. Die Euro-Rettung ist ein anderes Wort für Konkursverschleppung. Wir sind mit 110 Milliarden gestartet, sind jetzt bei 291 und der Mann kündigt immer weitere an. Und wenn man fragt, ja warum und was war mit den bisherigen Zahlen, dann kriegt man keine vernünftige Antwort. Jetzt hat sich die Europäische Zentralbank, also die Bank für 17 Staaten, in den Prozess eingeschaltet. Und sie hat erst ganz bescheiden damit begonnen, auch solche Staatsanleihen, die sie nicht kaufen darf, zu kaufen. 200 Milliarden. Allein, dass sie das tut, ist nicht nur ein Tabubruch, sondern ein offener Rechtsbruch, dann ist es hier verboten. Wenn die Rettungspolitik oder was man darunter versteht, in den bisherigen Formen weitergeführt wird, wird sie zu etwas führen, was sich ja schon andeutet, was kein Volkswirt in Europa aus der Welt oder in der Welt noch im Griff haben kann, nämlich zum Nebeneinander von Inflation und Deflation. Die Inflation werden die Länder kriegen, die noch keine Deflation haben. Und die Deflation kriegen die Länder, denen mit jedem Hilfskredit die Bedingung oktroyiert wird, aber ihr müsst gleichzeitig Schulden abbauen. Und das geht nicht. 20% Arbeitslose, sowohl in Spanien wie in Griechenland, davon fast die Hälfte Jugendarbeitslosigkeit. Das kann auf Dauer nur da enden, wo die Araber jetzt aufgehört haben, in der Sozialrevolution. Und damit auch am Ende der EU. Die Euro-Einführung sollte ja in den Augen fanatischer, professioneller Europäer ein Mittel sein, geradenwegs über die Währung zu den Vereinigten Staaten von Europa zu kommen, zu einer Staatsbildung. Ich habe damals auch in dem Gutachten für das Verfassungsgericht reingeschrieben, es hat zwar viele Fälle gegeben, wo sich Staaten Währungen geschaffen haben, aber noch keinen einzigen, wo sich eine Währung einen Staat geschaffen hat. Zwei Artikel, die von Beginn an die Einführung des Euros verboten hätten. Der eine ist der Artikel 79 unserer Verfassung, der verbietet die Auflösung des eigenen Staates durch Weggabe von Kompetenzen. Er verbietet sie. Die Bundesrepublik hat sich selbst eine ewige Bestandsgarantie
gegeben. Und nur eine Volksabstimmung mit 2/3 Mehrheit dürfte eigentlich zur Weggabe von staatserhaltenden Kompetenzen führen. 38 Artikel bindet unsere Abgeordneten an das Willen ihrer Wähler. Kein Abgeordneter darf gegen das Wahlvolk stimmen. Der frisch gewählte deutsche Bundespräsident erklärt, die Euro-Rettungsschirme werden von der deutschen Bevölkerung akzeptiert. Wenn der Euro-Wahn einer politischen Klasse, der Wahn, der darin besteht, über den Euro die Vereinigten Staaten von Europa herzustellen, wenn der durch Volksentscheide gebrochen werden könnte, geht Europa erstens nicht unter, gibt es Ersatzmodelle für europäische Währungskooperationen, entweder ein neues EWS oder einen Parallelgeldstandard wie in Albanien. Und wie erfolgreich das ist, das will ich im letzten Satz Ihnen demonstrieren. Also Island hat die Schäden beseitigt durch Konkurs, es hat die Sparer entschädigt, es hat die Währung abgewertet zu 50% und es hat die Ausländer zu einem Haircut gebracht. Und wie steht das Land heute da? Es ist das einzige Land in Europa im Jahre 2012, das ein Wachstum von fast 3% erzielen wird. 3%. Und die neuen isländischen Anleihen, die valutieren mit nicht Triple E, aber Triple B plus und bringen den Neubesitzern zwischen 4% und 5%. Und es ist der Experimentalbeweis dafür, dass man außerhalb des Euro die Krise abwehren kann, sich selber helfen und ein neues Kapitel aufschlagen kann, von dem ich mir wünschte, dass es uns auch möglich wäre. You, the people, have the power. The power to create machines. The power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful. To make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite!